Passt schon. Also, wir haben hier vom Chris, das ist der Laptop. Und wir gucken jetzt, wo bei dem die meiste Strahlung herrscht. So, hier ist in etwa vom Chris der Kopf. Hier, wo die Antenne hier ist, ist vom Chris in etwa der Kopf. Der hockt da circa 15 Stunden am Tag davor. Wenn es auch bloß 2 sind oder 4, ist egal. Auf jeden Fall, wir haben hier eine recht hohe Strahlung. Die geht mal runter, aber die geht auch immer mal wieder sehr weit hoch. Besonders hier, wenn man hier Videos lädt. Ja? Wie jetzt hier zum Beispiel vom heute verstorbenen Gary Moore. Toller Typ wohl anscheinend gewesen, ja? Kann ich bis jetzt gerade gar nicht, egal. Auf jeden Fall, wir haben hier einen sehr hohen, konstanten Wert, während Chris hier im Internet surft. Das ist sehr bedenklich. Nun haben wir uns überlegt, okay, wo ist hier am Laptop der Sender und der Empfänger des WLAN-Signals? Also schauen wir mal. Hier, das ist ein Abschirmmaterial. Das kann man sich, das ist eigentlich vom Zweck her, das kann man sich bei Hauswänden reinmachen, sodass die Strahlung, die zum Beispiel von außen von irgendwelchen Basisstationen reinkommt, dass die Strahlung absorbiert oder beziehungsweise zurückreflektiert, sodass sie nicht ins Hausinnere kommt. Und so eine Strahlungsabschirm, also ein Abschirmmaterial, tue ich jetzt hier mal davor und guck, was das hier an dem Wert macht. Ich habe jetzt einfach mal hier oben links am Laptop, nicht mal Laptop, hier. Und haben jetzt einen Wert zwischen 0,1 und 0,6 vielleicht. Das heißt, es nimmt es nicht komplett weg, aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen einiges geringeren Wert. Und ohne das haben wir einen Wert zwischen 3 bzw. zwischen 2 und vielleicht 4. Ja, der nicht ganz konstant ist, der immer wieder hoch und runter und schaukelt. Auf jeden Fall können wir hier oben, also wir haben auf jeden Fall eine Strahlung von unserem Sender, vom Laptop, das ist wichtig. Und nun ist die Frage, auch an Chris, was machen wir damit? Chris, was machen wir? Wir benutzen keinen WLAN. Sehr schön, genau. Nein, also mein Vorschlag wäre gewesen, dass wir diese Abschirmfolie nehmen, dieses Abschirmmaterial. Das kannst du nicht machen. Und entweder wir kleben hier was hin und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist jetzt hier nur oben am Rand. Das wird ihn jetzt nicht so arg belasten oder seinen Ding beeinträchtigen. Aber auf jeden Fall geht der Wert schon mal ein bisschen runter. Ja? Wenn wir jetzt hier oben... Du musst hier vorne führen, jetzt sieht man da nichts. Dieser Lachs, das ist wichtig, Mann. Also, wenn wir hier vorne das Ding machen, dann haben wir einen Wert hier zwischen ja, 0,5, 0,9. Und wenn wir das ganze vordere Drittel hier links oben, oder das Viertel, abdecken, dann haben wir noch einen Wert, ja, der auch noch recht hoch ist. Da jetzt ein bisschen höher ist als vorher. Auf jeden Fall haben wir mit einem verdoppelten Wert bzw. einem verdreifachten Wert. Okay, Chris, was sollen wir machen? Sollen wir was hinkleben? Ja, was hinkleben. Es scheint besser zu sein, wenn wir was machen. Okay, wir kleben jetzt mal was hin und danach kommen wir nochmal. Ja? Also, wir haben jetzt hier Abschirmfolie hingebeppt, hingeklebt. Ja? Und die Webcam nicht zugemacht, ja, wichtig. Und jetzt lädt ein Video eigentlich noch. Ist wichtig, dass er auch leisten muss. Ja, muss er noch, okay. Ah, jetzt gucken wir nochmal. So, bei Kopfnähe etwa. Ist jetzt bei 0,3, 0,4. 0,2. Also auf jeden Fall im selben Abstand wie der Kopf, wohlgemerkt. Also so wie er normal davor hockt. Haben wir jetzt, ja gut. Ist ja wahrscheinlich illusorisch, die ganze Zeit nichts oder nicht haben, aber auf jeden Fall schon mal besser wie vorher. So, Stiftung yeah! Warentest. Wieder eine Kunde glücklich gemacht. Ja! Yeah!